Hallo, grüß euch. Ja, hier bin ich schon wieder. Es geht nochmal um die Wasserstoffaktien, beziehungsweise hier ganz explizit um die Nel Asa. Hat ja heute eröffnet mit ungefähr 12% Minus. Und das passt einfach, weil das ist so wie ein Bilderbuch. Ich hatte ja am Donnerstag on the go, also von unterwegs aus, kurz ein Video gemacht am Vormittag, dass man bitte nicht mehr einsteigen sollte. Da ist die Aktie teilweise bis zu 15 Kronen raufgegangen gewesen. Und dort hatte ich eben gesagt, das Ding kann ganz schnell wieder auf 10, 11, 12 Kronen zurückfallen. Ja. Und dann, wenn du jetzt eingestiegen bist, sprich jetzt mit letzten Donnerstag, zu dem Zeitpunkt, als ich das Video gedreht habe, dann bist du ganz schnell 20, 30, 40% im Minus und das ist dann halt einfach sehr, sehr schwer durchzuhalten. Und dass das dann natürlich dann sofort am Nachmittag begonnen hat, sozusagen, dieses Szenario und sich jetzt klar fortpflanzt, das hat man natürlich auch nicht wissen können, aber es ist quasi wie ein Bilderbuch. Was jetzt passiert, ist ganz einfach, dass all diejenigen, die die Aktie einfach nur getradet haben, ja, die irgendwann hier eingestiegen sind, ja, bei 11, 12 Euro, ja, sagen wir mal, innerhalb der letzten Woche beziehungsweise innerhalb der letzten Monate, die auf den Zug aufgesprungen sind, ja, als es dann letztendlich, sagen wir mal, so ab 10 Kronen ungefähr, ab diesem Zeitraum, als es dann auch dem letzten so ungefähr klar wurde, ja, hier ist ein ziemlicher Druck nach oben und sind dann noch mit aufgesprungen, ja. Und waren dann eben hier 20, 30% im Plus. All die Trader, all die kurzfristigen, die lösen natürlich ihre Positionen wieder auf, ja, und nehmen die Gewinne mit, beziehungsweise haben Stops, die jetzt rausfliegen durch diese Stops. Und wenn ein Stop rausfliegt, was passiert dann? Das wissen wir alle. Dann wird gekauft, ja? Dann wird verkauft. Das heißt, ich habe eine Long-Position mit einem Stop, den habe ich dann irgendwo da, sagen wir mal, ich war 10, 20% im Plus und der Stopp sitzt irgendwo bei 11, 12 Kronen oder so, ja, oder ja, so wie halt jetzt. Und der Kurs ungefähr ist, dann wird der Stopp gelöst, eingelöst und das ist dann gleichzeitig im Verkauf. Und so multipliziert sich das letztendlich dann nach unten, also quasi genau das Gegenteil vom Short Squeeze, ja, ist letztendlich dann so eine Art Long Squeeze, was heute hier stattfindet. Und auch schon am Freitag ein bisschen und letztendlich werden hier all die schwachen Hände wieder rausgewaschen. Es passiert eigentlich genau das Gleiche wie damals bei mir im Oktober mit Tesla. Ja, als die Aktie letztendlich über Ewigkeiten hinweg immer so auf 200 Dollar rumgedümpelt ist. Ja, ich hatte damals schon vor längerer Zeit mal welche gekauft für 169 Dollar, glaube ich. Und dann wieder ein bisschen nachgekauft bei 220 Dollar bei der Tesla-Aktie. Und dann stieg sie eben ziemlich stark an, so um die 50% und noch mehr auf 335 Dollar, 340 Dollar. Und dann haben wir auch gedacht, ja, den ähnlich wie hier, ja, so von 8, 9 Kronen auf einen Schlag auf 15 Kronen. Und dann haben wir gedacht, ja, so einfach lasse ich mir jetzt den Gewinn damals bei Tesla nicht mehr nehmen. Dann habe ich eben zwei verschiedene Gewinnmitnahmen, Stops, also Stop-Losses gesetzt bei 325 Dollar und bei 335 Dollar, glaube ich. Und das war natürlich viel zu nah dran, weil da ist nämlich dann an einem Tag, ja, an einem einzigen Tag genau das passiert, was hier jetzt gerade passiert. Ja, es gab halt einen kurzen Abverkauf, ja, und während meine Stops auch gezogen worden sind, habe ich natürlich gleichzeitig verkauft und das multipliziert sich und dadurch gibt es eben dann diesen Dip nach unten. Wenn du aber jetzt von der Aktie als solches überzeugt bist, ja, dass das letztendlich jetzt nicht nur einfach ja, ein einmaliger Anstieg war, ja, also der jetzt einmal passiert und jetzt dann auf die nächsten 10 Jahre nie wieder, ja, so wie es eigentlich auch damals bei Tesla war, dann sollte man vielleicht diese Stops nicht ganz so knapp drunter setzen, na, beziehungsweise man hätte einfach, wenn man zum Beispiel 50% vorne ist, ich bin jetzt auch noch vorne, ja, weil ich eben nicht so spät eingestiegen bin, ja, bei Nel, sondern schon viel länger dabei bin, so ähnlich wie damals bei Tesla, sollte man einfach den Stop auf Break-Even oder vielleicht sogar drunter setzen oder einfach mal auf den Stop verzichten, denn
Ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt plötzlich von heute auf morgen, ja, also vor ein paar Tagen, ist die Aktie noch gehypt und von heute auf morgen ist die Aktie plötzlich nichts mehr wert? Ja, ist doch Blödsinn, ja, ist doch totaler Bullshit, ja. Und von daher, die Aktie, die kann jetzt einfach, also es können alle, die jetzt bei 8, die jetzt bei 10 Kronen eingestiegen sind, bei 9 Kronen, ja, wer weiß, wie lange das runtergeht. Die schwachen Hände werden rausgewaschen. Die schwachen Hände sind meiner Meinung nach all diejenigen, die so ab 10 Kronen mit aufgestiegen sind. Ja, das ist das Entscheidende. Es können auch welche dabei sein, die bei 8 Kronen eingestiegen sind oder bei 9 Kronen. Dann geht das Ding halt einfach runter bis 809 Kronen, weil die dann eben da ihre Stops haben, Break-Even-Stops zum Beispiel, die auf gar keinen Fall irgendwelche roten Buchverluste in ihrer Position haben wollen. Die haben dann ihren Stopp gesetzt und dann sind sie halt wieder bei Break-Even raus. Unterm Strich haben sie ein bisschen eingezahlt wegen den Trading-Gebühren. Ja. Ist jetzt, meiner kann man sich streiten, ob das jetzt eine sinnvolle Trade-Strategie ist oder nicht, wenn man einfach davon überzeugt ist, dass die auch mittel- bis langfristig noch etwas zu bieten hat, diese Aktie. Ja. Und ich rede jetzt explizit von dieser Wasserstoffaktie, Nell, weil es gibt ja andere Wasserstoffaktien auch noch, von denen bin ich weniger überzeugt, von einigen bin ich auch genauso gut überzeugt oder habe ich dann auch noch ein paar. Aber auf jeden Fall ist das so das aktuelle Szenario und es ist halt einfach wirklich sozusagen bilderbuchmäßig, ja, was da gerade stattfindet, von dem, was ich ja schon letzten Donnerstag gesagt habe, wo wir, wie wir alle wissen, noch alle super euphorisch waren, also viele zumindest, und da auch noch mit eingestiegen sind, weil es ist immer so, ja, wenn du wenn der Kurs von 14 auf 15 Kronen steigt, dann nur, weil da noch Leute kaufen. Ja, also es gab definitiv Leute, die da kauften, nur ich habe in meiner Community eben gesagt, Leute, kauft jetzt nicht mehr erstmal. Ja, wartet erstmal, bis der Rücksetzer auf 10, 11 Kronen wiederkommt und dann könnt ihr eventuell mit einsteigen, dann könnt ihr nochmal neu evaluieren und euch das nochmal neu überlegen. Und genau das ist jetzt zwei, drei Tage später der Fall. Ja, also bitte einfach auf das hören, was ich auch sage oder auch nicht. Ja, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, es hat schon immer seine Bewandtnis, wenn ich dann solche Videos drehe, die dann teilweise dann auch irgendwelche Daumen runter geben. Ja, was weiß ich, wer da Daumen runter gibt, ist ja alles anonym im Internet, ist mir auch wurscht. Ja, auf jeden Fall. Ich mache das halt schon ein klein wenig länger und ich habe halt einfach auch sozusagen diese Idiotenfehler, ja, also schon zu Genüge selber gemacht, dass ich mir immer gedacht habe, oh ja, jetzt mache ich auch noch mit, jetzt mache ich auch noch mit, jetzt mache ich auch noch mit, ja. Diese Angst, was zu verpassen, ja. Und dann hypt gerade irgendeine Aktie, das kann sonst irgendeine Aktie sein, ja. Das muss ja nicht Wasserstoff sein, das kann sonst was sein, ja. Und dann ist die Angst, was zu verpassen, da nicht mit dabei zu sein, ja, so in der Herde, ja, so groß, dass du dann auch noch einfach auf dem Kaufknopf drückst und dann bist du zwei, drei Tage später, jetzt in dem Fall, gut im Minus und dann hast du einen psychologischen, extrem psychologischen Nachteil, einen sehr, sehr hohen Nachteil, hier mit dabei zu bleiben, durchzuhalten, eventuell nochmal zu verbilligen, falls du überzeugt bist von der Aktie. Wenn du nicht von der Aktie überzeugt bist, dann hättest du auch von vornherein gar nicht aufspringen sollen auf den Zug bei 13, 14, 15 Kronen. Ja. Aber es machen eben genug und es ist immer so, so ein bisschen ist es letztendlich. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mache und gebe einen guten Ratschlag, dann ist das natürlich immer nur für eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die dieses Video sehen. Ja? Denn es gibt da draußen zigtausende, zehntausende, hunderttausende von Leuten, also die Aktie ist mit 30, 40 Millionen, glaube ich, getradet worden pro Tag, also Trading-Volumen 30 oder 40 Millionen Euro. Das heißt, da draußen gibt es eine ganze Menge von Leuten, das sind wahrscheinlich mehrere Investoren gewesen, nicht nur ein großer, die eben die Sache eben anders sehen. Und das ist auch gut so, weil sonst gäbe es ja keinen Counterpart. Ja, da wo kein Käufer, da auch kein Verkäufer und da wo kein Verkäufer, da auch kein Käufer. Ja, also das heißt, wenn man sich diese Dinge bewusst ist, dann kann man sich das eben zunutze machen und
Es ist natürlich gut, dass bei 14, 15 € welche Leute mit eingestiegen sind, die jetzt natürlich verkaufen müssen oder ihre Stops rausgefallen, ja, weil dann die Leute, die eben ein bisschen weiter fortgeschritten sind, dann sich letztendlich da wieder verbilligt einkaufen können, wenn sie natürlich gesetzt im Fall von der Aktie einigermaßen überzeugt sind, auch mittel- bis langfristig und hier noch mit einsteigen wollen. So, damit möchte ich es eigentlich mal belassen. Weil es einfach so wirklich pfeilgerad, also wie der Nagel auf den Kopf hier fällt. Ja. Ich glaube, gestern ist ein Video rausgekommen, gestern am Sonntag, zu Nel Asa, zu der Nel Asa auf Aktien mit Kopf. Ja. Ich habe mir das Video noch gar nicht angeschaut, aber vielleicht war das Video recht negativ. Und der hat ja irgendwie 200.000 Follower. Und dann haben die 200.000 Follower da eben mal kurz geshortet oder so. Und deswegen ist das Ding heute 12% runter. Das kann natürlich auch sein, aber das Video habe ich jetzt noch keine Zeit gehabt, mir das anzuschauen. Also auf Aktien mit Kopf, wenn ihr Bock habt, schaut euch mal das Video dort an. Über Nel Asa kam gestern raus. Ich habe gestern noch bis um 1 Uhr morgens irgendwas anderes gemacht. Man hatte dann keine Lust oder keinen Bock mehr, dieses Video anzuschauen. Aber wenn ihr es zum Beispiel angeschaut habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare hauen, ob es wert ist, ob es werthaltig ist, ob man sich das auch noch anschauen kann. Auf jeden Fall ganz interessant, diese ganze Geschichte um Wasserstoff. Also ich bin eben so vertreten, ich bin jetzt immer noch im Plus, ja. Also das Ding könnte jetzt nochmal auf 10, nochmal 10% fallen. Und ich habe deswegen trotzdem kein Geld verloren. Weil man einfach, man muss einfach rechtzeitig steigen bei sowas. Und dann, wenn dann eben dann der Hype stattfindet und das er hoffte oder das er wünschte, der wünschte oder der hoffte Anstieg, ja, dann nicht plötzlich anfangen und sagen, oh, jetzt habe ich was verpasst. Ja, das nochmal. Das ist einer der schlimmsten sozusagen Mindset-Fehler oder psychologischen psychologischen Fehler, das Gefühl, was verpasst zu haben, ja, weil du dann einfach zu spät investierst. Da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du bist gar nicht investiert und steigst dann noch mit ein. Die andere genauso schlimme Möglichkeit ist, dass du schon investiert bist. Sagen wir mal, du hast vor 6 Monaten 1.000 € investiert, keine Ahnung, ob das Ding jemals irgendwas wird, ja, und plötzlich steigt die und plötzlich sagst du dir, wow, da habe ich einen richtigen Riecher gehabt, jetzt lege ich 5.000 € nach und dann sagst du dir, und dann steigt das Ding 10, 20% und dann sagst du dir, wow, da habe ich wirklich einen guten Riecher gehabt, dann lege ich nochmal 10.000 nach. Was du dadurch machst, ist natürlich das Gegenteil von verbilligen, du verteuerst die Aktien natürlich, ne. Und das ist genauso, ja, vielleicht nicht ganz so schlimm, als wenn du dann ganz spät erst mal einsteigst, weil du halt vielleicht der Kurs insgesamt ein bisschen niedriger ist. Aber auch da musst du genauso Obacht geben, da auch genau da liegen genauso viel die Fehler. Und auch da zieht wieder das Gesetz der Gier, ja, letztendlich Gier und Angst. Es ist immer Gier und Angst, ja, weil du hast Angst, was verpasst zu haben, wenn der Kurs davon läuft, du bist nicht mit dabei, weil du denkst, ja, ich bin nicht hoch genug mit dabei, ja, hättest dir vorüberlegen sollen, ja. Und die Gier natürlich, weil du mehr verdienen möchtest, als du theoretisch jetzt verdienen könntest mit der Positionskurse, wo du mit aktuell drin bist. Ja, also Gier und Angst ist nichts Gegensätzliches, sondern das geht meistens gleichzeitig. Ja. Also nur mal so viel zu noch mal kurz zum Abschluss zu diesem Trading-Psychologie psychologischen Aspekten. Also soll es gewesen sein für dieses Video. Abonniere meinen Kanal. Ich habe letztens in der Statistik gesehen, dass über 1.500 Leute manche Videos von mir schauen, aber nicht abonniert sind. Also abonniert mal den Kanal. Ja, okay. Also dann bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Euer Thomas Klein und ciao.